Die bizarrsten Morde sind nach wie vor der Mord im Internetcafé in Kassel, wo der Verfassungsschützer Andreas Temmer anwesend war, und der Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter. V-Mann Corelli, V-Mann Stark, aber auch die V-Leute, die hier in Hessen offenbar in der Nähe oder auch sogar als Quelle von Herrn Temme waren. Sie wissen, dass viele Unterlagen dazu erst im Nachgang des Bundesuntersuchungsausschusses bekannt geworden sind. Fehlhandlungen durch sogenannte Verfassungsschützer, die sich häufig genug als schlichte Verfassungsfeinde entpuppt haben. Und dann gibt es die Besonderheit, das haben wir auch schon jetzt in Andeutung gehört, dass ein Verfassungsschützer als Verdächtiger geführt wurde, den ganzen Tag auch gegen ihn ermittelt wurde. Und dann haben Sie gesagt in einem Interview, das möchte ich gerne zitieren, weil es so plakativ ist, und dann können Sie uns dazu noch was sagen: Der Verfassungsschutz habe in seinen Mitarbeiter Temmer auf eine arrogante Art und Weise gedeckt, die einem als Demokraten das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ja, genau. Man muss ja, was ganz wichtig ist, jetzt nehmen wir mal an, der Temmer, der Verfassungsschützer, war wirklich zufällig da. Dann hätte er die Wahl gehabt, wenn er was gesehen hätte, ganz normal zur Polizei zu gehen und zu sagen, ich war zufällig da, habe mir irgendwas im Internet angeguckt. So, das hat er aber nicht getan. Er ist nicht freiwillig zur Polizei gegangen, sondern die Polizei ist zufällig auf ihn, beziehungsweise durch Ermittlungsarbeit auf ihn gestoßen, weil man also den Computer in diesem Internetcafé ausgewertet hat und an seinem Computer, man wusste, dass da jemand saß aufgrund einer Zeugenaussage eines Jungen, der dort auch im Internetcafé war, stieß man also über Umwege auf seine Handynummer. So ist es gekommen. Also er hat sich nicht freiwillig gestellt. Das ist also ganz wichtig. Und er stand dann unter einfachem Mordverdacht. Er wurde kurzfristig verhaftet, er wurde mehrmals verhört, er wurde abgehört, sein Haus wurde durchsucht, sein Büro wurde durchsucht. Also das ist so viel zum Stichwort Durchsuchungsbefehl für die Verfassungsschutzbehörde. Also man hat da schon durchgegriffen. Man hat aber dann danach von Seiten des hessischen also Innenministeriums vor allem natürlich, systematisch diese Mordermittlung blockiert. In einem Moment, wo man nicht wusste, wer dahinter steckt. Also man hätte ja, wenn man wirklich nichts wusste, wenn man wirklich überhaupt keine Hinweise hatte, hätte man davon ausgehen müssen für eine Zeit lang, dass der Temmel mit dem Mord etwas zu tun hatte. Man hat dann später, weil er Alibis hatte für einige Taten, sozusagen ausgeschlossen, dass er generell der Mörder sein kann, nur die Waffe kann ja wandern. Er hätte ja Teil einer Bande sein können. Und man hat, wir werden das sicherlich im Detail noch machen, das würde ich jetzt ungern alles durchdeklinieren, dann wirklich, insofern stehe ich zu dem Zitat, und auf unerträgliche Art und Weise diese Mordermittlung auch mit einer Chuzpe blockiert, und auch, es steht noch immer dazu, dass es wirklich meiner Meinung nach völlig untragbar ist. Frau Renner, Sie haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, Sie glauben, dass es in irgendwelcher Form zu dem Zeitpunkt, über den wir sprechen, Kontakte gab zwischen hessischen und Thüringer Neonazis, und dass man da auch nach Kassel möglicherweise Verbindungen ziehen kann. Vielleicht erzählen Sie uns dazu was. Ich möchte gerne trotzdem zwei, drei Vorbemerkungen machen, weil ich glaube, wenn wir vor allem jetzt auch die Arbeit des hessischen Untersuchungsausschusses durch Öffentlichkeit, durch Medien auf eine gute Ziellinie bekommen wollen, dann müssen wir uns, glaube ich, über die Grundfrage klar werden. Und die Grundfrage ist für mich tatsächlich, nachdem ich wirklich alles unternommen habe, im Thüringer Untersuchungsausschuss Licht ins Dunkel zu bekommen, ob der Begriff Staatsversagen richtig ist. Weil, und da möchte ich denken müssen, 34 Jahre nach dem Oktoberfestattentat, einige haben es in der SZ gelesen, es gibt Spuren, die nicht beachtet wurden, Zeugenaussagen, die nicht nachgegangen wurden. Es wurden Akten geschreddert, es gab möglicherweise auch Spitze im Umfeld der Gruppierung, die für dieses Attentat verantwortlich zeigt, und gleichzeitig hat man versucht, auf eine Einzeltäter-These zu fokussieren, einen jungen Mann, das Ganze sozusagen ausrichten lassen, der aus Liebeskummer gehandelt hat. Und das ist die lange Geschichte. Und Ulrich Chaussy, der Autor des Buches zum Oktoberfestattentat, der blinde Fleck, einige haben auch den Film gesehen, der hat uns etwas ins Stammbuch geschrieben. Der hat uns gesagt, seid mal etwas geduldiger und seid präzise. Ich arbeite da seit über 30 Jahren dran, und ihr wollt nach 3 Jahren wissen, was Sache war.
Ihr dürft nicht versuchen, das Ganze auf eine Person oder ein Motiv zu reduzieren. Also, seid wachsam gegen Verschwörungstheorien, aber seid im Detail. Seid im Detail so präzise, dass jede einzelne Frage, und eine Frage ist diese Temme-Frage, beantwortet wird. Und zwar nicht, damit diese einzelne Frage beantwortet wird, sondern dass wir die Grundfrage klären können, die uns noch umtreibt. Warum ist das so passiert und hätte das Morden gestoppt werden können? Das ist die Grundfrage. Und ich sage, ich gehe nicht von Staatsversagen aus, weil der Staat hat bis dato, bis zur NSU, nicht beim Thema Rechtsterror zielgerichtet und ich sage mal stringent ermittelt. Da gibt es viele Beispiele. Sondern ich gehe von Schuld aus. Schuld durch die rassistischen Ermittlungen, Schuld durch die Nicht-Nachgehen von Hinweisen durch Spitzel und anderen Erkenntnissen aus den verschiedenen Ämtern für Verfassungsschutz und Schuld, weil man Mitwisser, möglicherweise auch Mittäter, abgeschirmt haben, weil sie selbst Spitzel waren oder in Kontakt zu Spitzeln standen. Und das ist für mich eine Straftat. Auch Unterlassen ist eine Straftat. Und deswegen, wenn man sich als Untersuchungsausschuss diese Detailfragen vornimmt, eben immer nicht nur die Detailfrage sehen, sondern das Grundsätzliche herangehen. Und da spielt natürlich eine Frage, und da will ich jetzt drauf hinzukommen, eine wichtige Rolle. Haben wir es hier mit drei Neonazis plus einem Kreis von Unterstützern und Unterstützerinnen zu tun oder haben wir es mit einem Netzwerk zu tun von Nazis, wo es möglicherweise weitere Zellen gibt, wo möglicherweise noch andere sich bereit gemacht hatten für diesen bewaffneten Kampf im Sinne einer Rassenideologie? Und ich sage ja, und da dürfen wir nicht in Landesgrenzen denken und da dürfen sich auch die Untersuchungsausschüsse in den Ländern eben nicht an Landesgrenzen allein orientieren. Die Neonazi-Szene damals war absolut mobil. Man ist hin und her gereist, zum Teil bis ins europäische Ausland. Man ist gemeinsam zu zentralen Aufmärschen wie dem Hessaufmarsch gereist. Man ist durch die ganze Republik sozusagen mit dem Bus gegondelt, wenn es darum galt, irgendwie zum wichtigen Platte-Manner-Konzert zu fahren, etc. Die Neonazi und insbesondere die Neonazi-Spitzel, von denen wir hier reden, einige sind genannt worden, Thomas Richter, Corelli, Michael Seetarif, Tino Brandt, Kai Dalek in Bayern, wir können weitermachen, ganz viele. Die waren nicht auf ihr Bundesland beschränkt. Die hatten überregionale Bedeutung. Die haben auch überregional berichtet. Ja, das muss man klar machen. Das heißt, wir müssen immer in diesen Untersuchungsausschüssen den Fokus weiter, weil wir haben es mit einem Netzwerk zu tun und auf der anderen Seite auch mit einem Zusammenspiel der Ämter. Die Ämter haben eben auch nicht isoliert agiert, sondern eben auch zusammen. Und was die Thüringer und die Hessen hat in Erfurt einen Anschlag auf die Wehrmachtausstellung ausgeübt. 1996 eine Farbbeutelattacke. Er stand dann vor dem Landgericht Erfurt vor Gericht und es gab Unterstützungsaktionen der Neonazis im Prozesssaal. Und die, die das transparent gehalten haben, waren unter anderem Ralf Wohleben, sitzt jetzt als Angeklagter im München-Prozess, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, also die zum NSU direkt gehören, und André Kappe, jemand, dem ich auch unterstelle, dass er wenigstens in der Geldbeschaffung eine Rolle gespielt hat irgendwie für den NSU. Und dann geht es noch weiter. Wir haben auch Nazis, die permanent hin und her switchen. Die waren nicht an einen Wohnort gebunden. Es gibt Nazis aus Hessen, die nach Thüringen verziehen, es sind Thüringer, die nach Hessen verziehen, aber auch nach Baden-Württemberg und so weiter. Das heißt, wir müssen uns sehr genau mit dieser Neonazi-Szene beschäftigen, vor allem in der Perspektive nach heute, nicht nur rückwärts gewandt. Ich habe im Sommer diesen Jahres gefragt, die Bundesregierung, wie viele Straftaten gibt es mit NSU-Bezug? Das geht los mit Sympathiebekundung, ja, NSU belohnt, bis hin zu direkten Angriffen auf Migranten, du bist das 11. Opfer. Das ist die ganze Bandbreite. Es gibt seit der Selbstenttarnung des NSU 218 Straftaten bundesweit mit NSU-Bezug. Davon mehr als 20 in Hessen. Das heißt, die Nazis beziehen sich positiv auf diese Nazi-Terrororganisation. Die Nazis versuchen das nachzuahmen. Sie haben Waffen und Sprengstoff und Anschlagpläne und es kann jederzeit erneut passieren. Das heißt, wenn sich der Thüringer Untersuchungsausschuss mit dieser Verbindung, da spielt Kassel und Hofgeismar und einige Regionen eine ganz besondere Rolle, das muss man durchdeklinieren bis nach unten, klar, dann müssen wir vor allem das nach vorne richten, weil ich finde, man muss vor allem in die migrantische Community ein Signal setzen, ja, wir nehmen die Ängste dort ernst, wenn es die Ermittlungsbehörden nicht tun, wir nehmen sie ernst. Und so etwas wie 2006, dass diese Demo stattfindet in Kassel,
wo Tausende um die neun Toten trauern und wir nicht dabei sind, das darf nicht mehr passieren. Sie wollte ich fragen, das ist für mich überhaupt keine Frage, ob es da Szenezusammenhänge gibt, sondern die gibt es. Anders wären diese Straftaten nicht denkbar gewesen, wären auch in dieser kurzen Abfolge nicht denkbar gewesen. Und wir bewegen uns dann da in einem Bereich, Herr Labs wird das vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen weiter ausführen können, indem Ermittlungsbehörden sich wirklich aktiv nach unserem Eindruck darum bemüht haben, diese Dinge unterm Teppich zu halten, wo sie aus ihrer Sicht hingehören. Es gibt Zeugen in unseren Kasseler Akten, die ganz konkret auf den Punkt bringen, wann angeblich Mundlos und Böhner zusammen bei Neonazi-Konzerten in und um Kassel waren. Wir versuchen das im Verfahren in München zu thematisieren. Es ist da einigermaßen schwierig, weil Gerichte ja relativ große zeitliche Räume haben, in denen sie mit Anträgen umgehen können und die bescheiden können, sodass wir bis heute nicht wissen, was mit diesem vor wahrscheinlich bald anderthalb Jahren gestellten Antrag eigentlich passieren soll. Wir halten den Zeugen absolut für wichtig, weil sich unter anderem an dem wird klar machen lassen, was für Szeneverwebungen es gibt. Und dass eben dieser sogenannte NSU nicht ein Trio ist, das morgen durch die Bundesrepublik fährt und rechts und links überhaupt nichts hat und sich so im Vakuum der Bundesrepublik bewegt, begleitet nur von V-Leuten, sondern natürlich gibt es eine aktive Unterstützerszene, die gibt es zumindest in jeder Stadt, in der Tatorte sind, und die gibt es natürlich auch noch weiter rundherum. Das wollte ich ja gerade schon fragen. Gehen Sie denn davon aus, also zumindest in Dortmund ist es ja auch bekannt, dass es da eine sehr militante Nazi-Szene auch aktuell noch gibt. Und auch in Kassel war das zum Zeitpunkt, um den Zeitpunkt des Mordes an Herrn Josgat herum der Fall, soweit ich weiß. Würden Sie davon ausgehen, dass lokale Nazis also was genau glauben Sie, haben die gemacht? Haben die Opfer ausgesucht? Was vermuten Sie? Ich bin Gott sei Dank in Gefilden unterwegs, in denen mein Glaube keine allzu große Rolle spielt. Deshalb verzichten wir auch heute Abend darauf. Also ich weiß aus der Akte, dass natürlich in der Kasseler Nazi-Szene verschiedene Bezugspunkte über die Quelle Benjamin Gärtner gesetzt werden konnten. Da gab es auch Auffälligkeiten mit Tatortnähe. Abgeparkte Autos waren da in Tatortnähe. Das ließ sich dann mehr schlecht Recht über eine Arbeitsstelle der Ehefrau eines ranghohen Nazis aus der Kasseler Szene erklären. Das sind aber Ermittlungsansätze, und da dürfen wir uns bitte einfach nichts vormachen, denen nie akribisch nachgegangen wurde. Und auch da wäre die Hoffnung für einen NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen, dass man sich dieser Thematik endlich annimmt. Wir hatten 2006 zu beobachten, wir wissen es heute aus der Akte, dass die Spur Temme über ihn, die Quelle Gärtner aus dem rechtsextremen Bereich, relativ schnell totgemacht werden musste, weil man im Landesamt einfach nicht weiterkam. Ja? Da fiel der schwarze Vorhang, die Sperrerklärung war da und man kam in diese Richtung nicht mehr weiter. Man konnte Gärtner nie persönlich vernehmen, ja? Wenn man es noch so gerne getan hätte. Deshalb konnten auch dessen Kontakte in die lokale Nazi-Szene und dort zu findende Unterstützer oder Quellen Wissende um bestimmte Zusammenhänge nie ermittelt werden und nie herausgefunden werden. Und das ist eine Arbeit, die in Hessen aus meiner Sicht ganz dringend allmählich mal angegangen werden muss. Ja, genau, Herr Labs, auf Sie wollte ich und dann zu ihm noch, genau, Gedankenübertragung. Ich wollte Sie fragen, soweit ich weiß, Benjamin Gärtner ja auch derjenige, mit dem Herr Temme direkt nach der Tat auffällig lange, nämlich 11 Minuten, telefoniert hat, obwohl die Gespräche sonst immer nur waren, wieder Montag, wieder das Café, ja. So, und genau, der hat eben das Gespräch nicht von sich aus zugegeben, sondern es ist erst durch die neue Erkenntnis der Ermittlung eben dann bekannt worden, also zur Funkzeit also Telefonauswertung, dass es dieses Gespräch gab. Er hat dann eine Thema, war völlig schockiert, als er vom BGA darauf angesprochen worden ist, er hätte ja gar keine Erinnerung mehr dran. Als er dann von dem Bundestag, es war eine sehr schöne Szene, darauf angesprochen wird, hatte er auf einmal ganz detaillierte Erinnerungen, was da besprochen worden ist. Bis hin zu, dass er also den zweiten Anruf, den es da gab, der offensichtlich eine Mailbox-Anfrage war, dann eben auch noch irgendwie behauptete, er wüsste, was da besprochen worden ist. Also alles ganz absurd.
Aber um vielleicht nochmal das Publikum, was ja fantastisch hier mitmacht, bei unserem teilweise Insider-Gespräch mit den Namen, vielleicht nochmal zwei wesentliche Sachen zu sagen, was finde ich wichtig bei dem Netzwerkgedanken. Das eine ist, wenn es so wäre, dass Cepe Mundus Böhnhardt seit 1998, seit dem Untertauchen, konsequent den Kontakt zur rechten Szene gemieden hätten, hätte ja das Argument der Bundesanwaltschaft, dass sie isoliert waren, ja eine gewisse, sozusagen, hätte das Argument was für sich. Nur, sie hatten mit einem stadtbekannten Neonazi-Paar, den Emigers, bis zum Schluss zu tun. Sie haben sich nicht von der rechten Szene bewiesenermaßen ferngehalten. Das andere ist, dass man, glaube ich, auch von Medienseite, wie alle, auch Kollegen aufpassen müssen, nicht immer in juristischen Kategorien zu denken. Nur weil die Bundesanwaltschaft bestimmte Sachen anklagt, teilweise auch aus Verjährungsgründen, heißt es ja nicht, dass das sozusagen in der Chronik so war. Auch in den Akten der Bundesanwaltschaft lässt sich nachvollziehen, dass wir von Dutzenden von Helfern sprechen können. Ob die jetzt Mitglieder waren, ist ja nicht wie im Verein, wo es ein Vereinsbuch gibt, also eine Terrororganisation. Das ist wie eine Definition, kann man sozusagen, kann man auch den Juristen, Entschuldigung, wieder entreißen. Also ich finde schon, dass man darüber nachdenken kann, ob nicht Ralf Wohlleben auch eine Art Mitglied war. Ich finde schon, dass man das bei den Emigers sich überlegen kann. Ich finde schon, dass es in der Frühphase, gerade in Chemnitz, zentrale Figuren gab, wo sozusagen der Ausstieg aus der Unterstützung nur behauptet wird und nicht bewiesen ist. Das gilt übrigens auch für die sogenannten Kronzeugen vor Gericht, die sehr wichtig sind, die einfach nur selber den Ausstieg behaupten, aber das durch nichts belegt, durch nichts. Mit anderen Worten, ich glaube, man fällt da so ein bisschen auch auf die Argumentationsstrategie rein. Man muss sich das gar nicht so kompliziert, finde ich, manchmal vorstellen, sondern es ist ja erwiesen, dass es mehr als drei waren. Also hoch, ne? Und dann ist ja der Schritt zum Netzwerk sehr viel kürzer, weil diese isolierte Zelle ist einfach eine Behauptung, die nicht, meiner Meinung nach, nicht belegt ist. Herr Kienzler, ein Satz und dann... Ich bin sogar unbedingt dafür, dass uns Juristen ganz vieles wieder aus der Hand gerissen wird, denn manchmal machen Juristen mit ganz vielem auch einfach nur Unsinn. Man muss sich einfach vorstellen, dass der Generalbundesanwalt im Moment in die Lage versetzt ist, Ermittlungsverfahren gegen sogenannte Unterstützer, Handlanger, wie auch immer man sie nennt, im stillen Kämmerlein zu betreiben. Das ist jetzt für sich genommen noch nicht besonders auffällig und besorgniserregend. Natürlich muss auch er seine Ermittlungen zunächst mal geheim führen können, anders wird er nie einen Ermittlungsverfahren haben. Das führt aber, wenn man so interpretiert wie der Generalbundesanwalt im Moment, zu der Situation, dass wir maßgebliche Szenezeugen in München im Prozess vernehmen müssen, ohne Ermittlungsergebnisse zu diesen Zeugen zu wissen. Also wir sind praktisch auf Blindvernehmungen angewiesen oder auf Vernehmungen mit Infos von Antifas, wie auch immer, ja, und kommen nicht an amtliche Ermittlungsergebnisse des Generalbundesanwalts ran, weil da einfach nach wie vor gemauert wird. Das heißt, da vollzieht sich jetzt dieses Geheimhaltungsinteresse, dieser Geheimhaltungswille, den wir bei den Landesämtern und beim Bundesamt ganz lange zu gewärtigen hatten, der vollzieht sich auf der Ebene jetzt weiter. Und ich bitte jeden darum, helfen Sie mit, es denen zu entreißen und lassen wir uns das gut machen, was uns alle brennend interessiert. Ich wollte Sie fragen, was Sie uns sagen können über, weil das ja auch immer wieder in den Presseberichterstattungen eine Rolle gespielt hat, auch in dem Heimatschutzbuch spielt eine große Rolle, was Sie uns sagen können über das Wissen der Nazis über den NSU sozusagen vor der Veröffentlichung. Also da gab es vielfältige Hinweise in der Nazi-Szene, die Titel, die auf NSU abgestellt haben. Der NSU selbst hat einen Geldspendebrief in die Szene verschickt. Die Adressliste hat man in der Frühlingsstraße gefunden an die einschlägigen, Organisationen, aber auch Personen der damaligen Neonazi-Szene, also Hilfsgemeinschaft Nationale und politische Gefangene, Deutsches Rechtsbüro, auch zum Beispiel David Peterreit hat einer diese Geldzuwendung bekommen. Der ist ja heute NPD-Abgeordneter in Mecklenburg-Vorpommern. Dann durch die Kontakte der drei, aber auch ihres Unterstützerumfeldes in die Szene, hat man darüber geredet. Das ist sicher. Das kann gar nicht anders sein. Die Frage ist tatsächlich dann, ob nicht irgendwelche Spitzel, die in diesem Umfeld platziert waren, nicht doch das eine oder andere doch gesagt haben. Das muss tatsächlich auch weiterhin zum Beispiel durch Untersuchungsausschüsse geklärt werden. Da ist ein großes Problem. Ich sage jetzt mal so zwei, drei Sätze, was
wir auch bei allem Lob, dass der Thüringer Untersuchungsausschuss für seinen Abschlussbericht eingeheimt sind, auch medial. Ja, und das ist alles berechtigt. Was ich so an drei Punkten mitnehme, wo ich sage, da muss Öffentlichkeit, und ich weiß, denn das U-Boot Hessen ist ja auch halt hier, bei dem hessischen Untersuchungsausschuss eben ganz doll drauf achten, nicht weil wir jetzt aus so einer Situation heraus sind, dass wir sagen, was wir verbockt haben, macht ihr besser, sondern weil wir ja ein gemeinsames Ziel haben. Und das muss erstens sein, und dann kann ich problemlos an Kollegen Dienstler anschließen, dieses Geheimhaltungsinteresse der Behörden muss durchbrochen werden. Es kann nicht sein, dass diejenigen, die als Zeugen in einem Untersuchungsausschuss auftauchen oder möglicherweise auch die Anklagebank gehören, das müssen wir irgendwann auch mal strafprozessual erklären, darüber entscheiden, welche Akten ein Untersuchungsausschuss bekommt, wie die Akten vorbereitet sind, geschwärzt sind und wie sie zu lesen sind. Das heißt, da muss der erste Riegel vorgeschoben werden. Die sind eigentlich draußen. Die sind dort irgendwie sozusagen Verdächtige und die Verdächtigen sollten die Finger lassen von den Akten. Das Zweite ist, man muss unserem Untersuchungsausschuss eben sagen, wir, klar haben wir einen Auftrag, die Politik in Hessen, die hessischen Behörden zu untersuchen. Aber es gibt vielfältige Verbindungen, wir haben über die Nazi-Szene gesprochen, es gibt auch vielfältige Verbindungen auf der Behördenebene. Das gesamte LV Thüringen ist quasi durch hessische Beamten und Beamtinnen aufgebaut worden. Und die hatten eine zum Teil bizarre Vita. Die hatten nämlich hier schon Strafverfahren durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Da war das BKA eingerockt irgendwie im Landesamt für Verfassungsschutz Hessen, weil zum Beispiel einem zukünftigen, also späteren Abteilungsleiter des Landesamtes für Verfassungsschutz Thüringen, man ein Verfahren und zu Recht angehängt hat wegen Geheimnisverrat, Nötigung und anderer schwerer Straftaten. Das hat ihn befähigt, hinter der Grenze, die zwar gefallen war, aber in den Köpfen noch da war, Karriere zu machen. Und mit Herrn Locken ist eine ganze Kohorte gekommen, um ihn herum, der Herr Wiesner ist hier zum Beispiel schon gefallen, andere, die komischerweise alle in diesem Plot NSU eine wichtige Rolle spielen. Marcel Degner, der Sektionschef von Plattenanger in Thüringen, der Abteilungsleiter Beschaffung, Herr Locken, der auf allem sozusagen die Hand hatte, und auch andere, die dann in der Observation, als die drei untergetaucht waren und so weiter, eine Rolle spielen. Und die Frage muss tatsächlich beantwortet werden, und die ist wichtig, ob nicht auch in sozusagen in ihrer Vorgeschichte hier in Hessen, weil die offenkundig hier auch schon Dreck am Stecken hatten, nicht auch ein Grund liegt dafür, dass sie so frei von jedem Recht und Gesetz in Thüringen agiert haben. Die haben nämlich gelernt, ich kann machen, was ich will, ja, es passiert nicht. Es gibt nämlich nicht nur einen rechtsfreien Raum für Spitzel, es gibt auch einen rechtsfreien Raum für die Mitarbeiter der Landesämter. Und das ist ein ganz großes Problem und das muss, glaube ich, auch untersucht werden, weil was wir in Thüringen feststellen, sind Straftaten durch V-Mann-Führer. Da wird Strafvereitelung begangen, also Hinweise auf Straftaten werden nicht an die Polizei wiedergegeben. Da wird angestiftet zu Straftaten, da wird Geheimnisverrat begehen. Also Tino Brandt hat es ja jetzt kurz in München gesagt. Er ist zigfach vor Hausdurchsuchungen gewahrt worden und vieles mehr. Das heißt nämlich, das waren Straftäter im Amt und auch das muss geklärt werden, ob das ein Thüringer Ossi-Neuland-Problem ist, weil da war alles noch nicht so eingespielt mit der Demokratie. Ich mag diese Erklärungsmuster nicht. Ja? Oder ob nicht sozusagen da bestimmte Westimporte mit Vorerfahrung und Plazet hier durch entscheidende Personen, die wir uns angucken müssen, wie Herr Bouffier und so weiter, nicht sozusagen in Thüringen einfach da weitergemacht haben, wo sie aufgehört haben. Deswegen müssen wir ganz viel zusammenarbeiten, die Untersuchungsausschüsse in den Ländern nie allein lassen, das immer als systematische Frage, insbesondere was die Verfassungsschutzbehörden angeht, bedenken und dann eben weitermachen, wo München, ich sag mal, viele Sachen gut aufwirft, aber ein Untersuchungsausschuss hat andere Möglichkeiten. Man kann ein super Wechselspiel auch organisieren, davon bin ich fest davon überzeugt, auch noch mit dem, was an kritischem investigativen Journalismus da ist. Und ich glaube, wenn man Druck macht und sich von denen, die auf die Anklagebank gehören, nicht gängeln lässt, dann geht es einen Schritt weiter. Ich möchte jetzt gleich dann zum Publikum kommen, das jetzt schon die ganze Zeit so tapfer zuhört hier. Ich möchte vorher noch Ihnen beiden die Chance geben, was wollen Sie in Hessen möglichst in Wiesbaden geklärt haben? Das ist relativ leicht auf den Punkt zu bringen. Ich will, dass das Landesamt irgendwann keine Blackbox mehr für uns ist. So, das ist es im Prinzip. Ich will trotzdem noch zwei, drei erklärende Sätze dazu sagen.
Man kann das so ein bisschen an dieser Personentrias festmachen, die wir in München vernommen haben, Herrn Fehling, Herrn Irrgang und Herrn Temme. Ja, das sind nun die drei Aushängeschilder des Landesamtes in Hessen. Der eine ist ehemaliger Postbeamter, der, so will es die Legende, wir haben es vorhin schon besprochen, da irgendwie auf seine Dienstlaufbahn tölpelt und bis heute den Mann nach außen hin verkauft, der eigentlich nie so richtig was mitkriegt und der auch nicht so genau weiß, wie er da jetzt reinschlittern konnte. Alles blöd gelaufen. Ja? Das ist ein top ausgebildeter Observationsbeamter, der Mann hat Vernehmungsschulungen hinter sich, der ist seit langen Jahren Quellenführer beim Landesamt in Hessen, gilt dort als jemand, nachdem sich die Vorgesetzte bei der Polizei erkundigt, wann der denn jetzt endlich seinen Dienst wieder aufnehmen könnte, ist doch einer der Besten, den wir hier haben. Ja? Also solche Dinge müssen aufgeklärt werden. Herr Fehling, der bringt seine Identität in München auf den Punkt mit dem Satz, ich war kein Heinz. Wenn es um die Frage geht, wer ist denn Heinz, der Quellenführer, der ehemalige und nach Temme, der Gärtner instruiert hat, was er zu sagen hat und was nicht, der ihm Rechtsanwalt beschafft hat, der Gärtner auch angeblich mal gesagt hat, er würde diese ganze Geschichte von Temme nicht glauben, sei doch aber letztlich egal, man müsse jetzt halt mal wieder zur Amtsdisziplin zurückkehren. Und wir haben Herrn Irrgang, der mit dem Eingangsstatement aufwartete in München, ich war eine Verwaltungsbehörde, ja, original Zitat, und dessen Aussage sich auch genauso liest, wenn man sie denn mitgeschrieben hat. Also, dieses Landesamt muss endlich dazu gebracht werden, wirklich an der Aufklärung mitzuarbeiten. Das heißt, es gibt dort nach wie vor Aktenbestände, die jedenfalls nach meinem Wissen, korrigieren Sie mich, wenn Sie es besser wissen, bisher noch niemand in den Händen hatte. Es gibt einen Herrn Irrgang, der sich als ehemaliger Präsident dieses Landesamtes nach München setzt und sagt, ich habe so im Bundestag schon berichtet. Ich persönlich habe damals Analysen gemacht und in Auftrag gegeben zum Thema der Mord an Halit Yozgat und der Rechtsradikalismus. Das muss da auch irgendwo noch rumstehen. Ich weiß nicht mehr genau, wo, ich bin da ja nicht mehr. Ja, liebe Leute, wo ist es? Ja, warum gammelt das im Landesamt rum und wir alle haben keinen Zugriff drauf? Ich kann nicht einschätzen, ob das im Moment die große Reinwaschung von Herrn Irrgang ist, der hier persönlich klar machen will, ich habe es doch schon immer gewusst oder nicht. Ich will es aber irgendwann wissen, ob es diese Dinge wirklich gibt, warum darauf bisher keiner Zugriff hat. Und das ist jedenfalls aus unserer Sicht in München im Moment eine absolut vordringliche Frage, dass hier mit der behördlichen Aufklärung und behördlichen Aufarbeitung auch in Richtung des Landesamtes angefangen wird. Aufreger zum Anschieben der Diskussion. Man darf aber der ganzen Sache nicht vergessen, dass das so gelaufen ist, dass der inzwischen schon ja berüchtigte V-Mann von Temme ja bei der ersten Vernehmung des BKA mit einem vom LV Hessen bezahlten Anwalt da saß. Dass er vom LV Hessen bezahlt worden ist, ist nicht entscheidend. Das Entscheidende ist, dass er gesagt hat, ich darf zu meinen V-Mann-Gesprächen mit Herrn Temme in der entscheidenden Zeit nichts sagen. So, das ist eine völlig absurde Situation. Da muss man mal, und das könnte auch ein Ausschuss mal klären, weil das ist im Bundestag dann nicht in Gänze gelungen. Wie ist denn jetzt eigentlich der juristische Hintergrund von so einem V-Mann? Kann der sich so benehmen, als sei er Geheimnisträger? Wie ein Beamter? Ein nicht verbeamteter Geheimnisträger oder wie? Also ist er jetzt nicht beschuldigt da? Also auf welcher Rechtsgrundlage befinden wir uns ja eigentlich? Und da wird man, glaube ich, relativ schnell merken, man befindet sich in einem absurd unscharfen rechtlichen Raum. Was ich irgendwie auch, das kann mir überhaupt nicht sein. Dieses Verhör, und das vielleicht als Abschluss, fand übrigens statt, als er sich also bezieht, also die Aussage letztendlich verweigert, wenige Tage nachdem Frau Merkel ihr ja sehr umfassendes Versprechen im Angesicht der Hinterbliebenen geäußert hat. Und auch, da bin ich wahrscheinlich hier in der völlig falschen Adresse jetzt, also Kritik an Frau Merkel einzufordern, das geht jetzt mal an. Da kommt sie vielleicht ein bisschen zu wenig weg. Da muss man sich vielleicht auch mal ihr Versprechen immer wieder an ihr Versprechen erinnern. Gut, jetzt kommen wir zur Diskussion. Vielen Dank. Frau Renner, Sie wollten was sagen zur Frage, inwieweit übergeordnete Behördenstellen Nazi-Szene mit fördern, sozusagen. Also wenn wir über diesen rechtsfreien Raum für Spitzel und V-Mann-Führer gesprochen haben, ist natürlich die Frage, wie ist das sozusagen auf behördlicher und politischer übergeordneter Ebene verhandelt worden. Wir haben in den Untersuchungsausschüssen festgestellt, dass so etwas wie Rechts- und Fachaufsicht quasi nicht stattgefunden hat.
Also innerhalb des Innenministeriums zum Beispiel war die Rechts- und Fachaufsicht eine Person, die gesagt hat, ihre Hauptaufgabe, also Thüringen kann ich das erzählen, bestand darin, einmal im Jahr den Verfassungsschutzbericht abzufassen. Nämlich, sie wollte vom operativen Geschäft nichts wissen. Und dieses Nichts-Wissen-Wollen ist, glaube ich, etwas, was sich bis auch auf die politische Ebene durchführt. Bei Geheimdiensten ist es so, dass man sehr gerne auch von verantwortlicher Innenpolitik sagt, macht euer Geschäft, das wird schon gut sein, ihr verhindert Anschläge und was ihr sonst noch alles Nützliches macht. Und manchmal kommt auch eine Info, die ist ganz im politischen Geschäft auch ganz interessant, das ist diese Frage Instrumentalisierung der Dienste. Aber so genau will ich das nicht wissen. Und das hat, und das gehört zur Ehrlichkeit hinzu, auch die Arbeit der parlamentarischen Kontrollgremien, die es im Länder und im Bund gibt, lange Jahre, was die Behandlung der Dienste angeht, auch durchzogen. So genau wollten die das nämlich auch nicht wissen. Weil es ist ja jetzt mal die Frage zu stellen, wie weit dort das Thema Rechtsterror dann überhaupt aufgerufen war, mit welchem Nachdruck dort. Da nehme ich alle ein, das meine ich auch unseren Kollegen, der zum Beispiel in Brandenburg in dem entsprechenden Kontrollgremium saß, wo Piato geführt wurde. Das hat nichts mit Parteibuch zu tun. Ich glaube, es gab sowohl auf der parlamentarischen Kontrollgremie, wie auf der politischen, wie auf der behördlichen, einen absoluten Freibrief für Dienste, weil man auch nur sich so einen Geheimdienst vorstellen kann. Und das erklärt vielleicht dann auch sozusagen, die erkämpfen sich nicht den Freiraum, sondern der wird denen überlassen, damit die ihr wichtiges Geschäft machen. Und man weiß auch, das ist ein schmutziges Geschäft, das weiß Politik auch, das weiß sie. Wir müssen nicht die ganze Geschichte nochmal durchexerzieren, ne? Von unter falscher Flagge Anschläge und was weiß ich. Das weiß Politik, dass das ein schmutziges Geschäft ist und deswegen setzen sie da auch Leute an die Rechts- und Fachaufsicht, wo sie sich sicher sind, dass sie da nicht rein. Dann war die Frage, ob man persönlich bedroht wird. Ja, aber ich sage auch, Entschuldigung, was mir passieren kann, dass mein Büro eingeworfen wird, dass ich einen Drohbrief kriege und so weiter, ist nichts mit dem vergleichbar, was heute als von Nazi-Szene noch an Bedrohung gegenüber nicht rechten Jugendlichen, Migranten und Migrantinnen, Obdachlosen und so weiter ausgeht. Das heißt irgendwie, ich kann beim LKA anrufen und sagen, ich habe ein Problem, das können die meisten nicht, weil sie nämlich dann von denen haben wir auch die Täter-Opfer und hier oftmals auch in den Fokus gerückt werden. Das heißt, ich finde, sowas sollte nie überbetont werden von uns, die sich in dem Bereich Antifaschismus engagieren. Schon wieder, ich will Sie fragen, wenn Sie haben die Sie erwähnen das, ich überlasse Ihnen jetzt diese etwas schwierige Frage und dann dürfen Sie auch noch das sagen, was Sie sagen wollen. Nein? Die Frage mit Herrn Ederti, Sie erwähnen das, dass der Name auf der BKA-Liste schon steht zum Zeitpunkt einer Befragung, die Herr Ederti durchführt. Also ich beantworte die Frage mal so. Über Kontakte, die sehr gut mit Herrn Ederti befreundet sind, mutmaßlich, habe ich relativ früh, als diese Vorwürfe aufkamen, ein Gespräch geführt und habe gesagt, er hat jetzt genau 2 oder 3 Tage, offen zu sagen, ob er irgendwie unter Druck gesetzt worden ist oder nicht, ob es da irgendwie eine andere Ebene gibt, das ist auch dem Land schuldig, sonst glaubt ihn nie wieder jemand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so wie er sich verhält und auf reinen Selbstschutz, was auch immer da gewesen ist, ich kenne die Akte nicht, und was auch immer die Staatsanwaltschaft in Niedersachsen geritten hat, ein Tribunal zu veranstalten, was ich so auch noch nicht erlebt habe, dass man also, bevor überhaupt Anklage erhoben wird, schon aus Ermittlungsakten zitiert wird, hat er die Chance sozusagen zu sagen, wenn was ist, verpasst. Ob jetzt die höchste Priorität ist, einen Ederti-Ausschuss im Bundestag zu haben, ist eine andere Frage. Fakt ist, dass es gibt keinen belegbaren Fakt, dass er unter Druck gesetzt worden ist, was man beobachten kann, aber das muss keine Verbindung zu seinem Verfahren haben, das kann auch einfach mit der sich abzeichnenden großen Koalition, die ja am Ende des Ausschusses schon eigentlich aufgrund der Umfrageergebnisse sich abzeichnete, zusammenhängen, dass er sozusagen von einem sehr kritischen, Ederti ist auch ein sehr, sehr emotionaler Mensch, den man aus seiner Wut anmerkt, zum Ende des Ausschusses merkwürdige Urteile gefällt hat. Wie zum Beispiel, dass er an sehr zentraler Stelle einmal in einem wichtigen Interview und einmal bei Vorstellungs- und Untersuchungsausschussberichtes die Schredderung der Akten im Bundesamt als Dummheit oder wahrscheinlich eher Dummheit als Vertuschung bezeichnet hat. Das fand ich immer ein sehr merkwürdiges Urteil. Man muss aber auch sagen, als das Ederti gesagt hat, hat ihn niemand auf dem Podium widersprochen. Frau Pau ist jetzt nicht mehr da, und Herr Ströbeler auch nicht, aber man hat das so stehen lassen. Das dazu. Insofern glaube ich da jetzt nicht an die große Verschwörung. Es ist wiederum ein ganz merkwürdiger Fall und er hat wirklich den Zeitpunkt verpasst. Und was ich noch sagen wollte zu der Bedrohung, bei mir ist es lustigerweise so, ich bin mal als Zeuge zum BKA geladen worden,
weil ich bei der Mutter der ermordeten Polizistin vom Fenster stand und gefragt habe, wollen Sie nicht wissen, was das Motiv ist, warum Ihre Tochter sterben musste? Daraus wurde dann beim BKA, Sie wissen doch, dass Sie kennen doch das Motiv des Mordes. Dann bin ich einvernommen worden von zwei Beamten, die mich nicht über meine Rechte aufgeklärt haben, mich auch außerhalb des Protokolls verhören wollten. Und der eine Beamte stellte sich vor, ich bin Abgeordneter vom Land NRW zum BKA. Was also Code ist für Landesamt für Verfassungsschutz oder Abteilung 5 in dem Fall von Nordrhein-Westfalen. Das andere Mal habe ich eine hochrangige Quelle getroffen und wir wurden observiert. Insofern kommt die Unannehmlichkeiten da manchmal aus einer anderen Ecke, als man vielleicht so denkt. Sie würden gerne was dazu sagen, dass der Münchner Prozess, was der Herr gesagt hat, sozusagen das Ganze nur auf ein kriminelles Verhandeln, eine kriminelle Tat reduziert. Das ist was uns als Nebenklagevertreter in diesem Verfahren auch regelmäßig beschäftigt und wahnsinnig umtreibt. Aufzupassen, dass dieser Prozess in München nicht irgendwann, ich sage es jetzt einfach mal so, ein stinknormaler Schulgerichtsprozess ist, ja, wo es um Leute geht, denen gravierende Straftaten vorgeworfen werden und wo dann eine justizielle Aufarbeitung stattfindet, wie in jedem anderen Schwurgerichtssaal auch. Die Verteidigung ist aus unserer Sicht bemüht, dieses Verfahren weitgehend zu entpolitisieren. Das wird niemanden besonders wundern. Was ich aber nach wie vor wirklich frappierend finde, ist die Haltung des Generalbundesanwalts dazu, der nämlich auch versucht, Szenebezüge, ideologische Hintergründe so weit als irgend möglich aus diesem Verfahren auszuklammern. Das wird gerade eben so weit zugelassen, solange es einen unmittelbaren Bezug zu den Angeklagten hat und solange es dazu dient, den Tatbestand der Bildung einer terroristischen Vereinigung, so heißt das dann nach dem Gesetz wichtigtuerisch, solange das dazu dient, den herzustellen und zu beweisen, ist es okay aus Sicht des Generalbundesanwalts. Weitere politische Bezüge sollen da aber überhaupt keine Rolle spielen. Und deshalb versuchen wir, ganz viele Kolleginnen und Kollegen mit mir in dem Münchner Verfahren, das durch Beweisanträge zu thematisieren, das auch zum Verfahrensgegenstand zu machen, Bezüge zu Blood and Honor, Bezüge zu Hammerskins und ähnliche Dinge. Ich will Ihnen damit nur sagen, Sie sind nicht allein mit der Befürchtung, dass das ein entpolitisiertes Verfahren wird. Und Sie beobachten das, glaube ich, völlig richtig. Es gibt Akteure in dem Verfahren, die es genau darauf anlegen, aus relativ klaren Gründen aus meiner Sicht. Wir versuchen da aber wirklich dagegen zu halten. Glauben Sie es mir. Frau Renner hat sich schon freiwillig gemeldet für die Frage Nazi-Tradition im Verfassungsschutz und Gladio. Ja, weil die auch immer wieder kommt. Klar, also vollkommen richtig. Also ob ich mir den BND angucke, das Bundesamt für Verfassungsschutz oder das BKA, es ist von maßgeblichen ehemaligen NSDAP-Angehörigen gegründet und aufgebaut worden. Klar, es gab Gladio als institutionalisierte Organisation der NATO, übrigens nicht der Amerikaner, sondern eben wir waren da schön auch beteiligt. Also ja, mal die ganze Wahrheit, ja. Da wurden Überrollkommandos gebildet, wiederum hat man sich auch Nazis bedient, Wehrsportgruppe Hoffmann, wir kennen alle die Geschichte, die Pose im Lüneburger Wald und so weiter, Lüneburger Heide und all diese Geschichten. Aber es hatte eine politische, strategische Option in dieser Zeit. Es war im Bereich der Blockkonfrontation, man hat gesagt, in dem Falle, wenn es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt, bediene ich mich quasi schmutziger Krieger, um möglicherweise auch Bevölkerungsteile, die Sympathie haben für sozialistische Ideen, dann eben mit extralegalen Hinrichtungen und so weiter nicht nur mundtot, sondern ganz tot zu machen. So, das war die Idee in der Klavi. Wir sind aber jetzt im Jahre nach 89. Das heißt, irgendwie dieses ganze militärische, strategische Setting stimmt nicht mehr und diese Taten des NSU lassen sich auch so nicht erklären. Also, was soll der dahinterliegende Zweck sein? Wem sollte das in die Schuhe geschoben werden? Das war ja auch so ein Gladio-Motiv, vor allem in Italien, dass man eben dann das sogenannten Links-Terroristen in die Schuhe geschoben hat und so weiter. Das hat ja alles nicht stattgefunden. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, sich mit der Geschichte der Geheimdienste auch in dieser Tradition auseinanderzusetzen. Aber es taugt als Erklärungsmotiv für NSU überhaupt nichts mehr. Und das ist etwas Positives. Sie haben echte Probleme heute bei Werbung und Forschung, weil viele Nazis sagen, oh, ich bin mir so unsicher, ob ich für euch arbeiten soll, weil ich werde ja enttarnt.
das ist auch ein Ergebnis, ja, dass die bestehenden Spitzel und die, die es vielleicht in den Gedanken spielen, es zu werden, jetzt wissen, dass die Öffentlichkeit auf dieses Spitzelwesen guckt. Das ist so ein Nebeneffekt. Und dann war noch die Frage, Druck machen, ganz einfach. Es gibt was ganz Einfaches, was ich in Thüringen gelernt habe. Da sein in den öffentlichen Sitzungen. Nichts hilft denen, die fragen müssen, nachher mehr, als wenn hinten Publikum ist und man weiß, man macht das jetzt nicht für sich, sondern man macht das irgendwie auch, weil Leute sich dafür interessieren und sich engagieren. Das heißt, NSU-Watch im Internet und alles ist wichtig, aber vor allem auch hinkommen, das ist eine unglaubliche moralische Unterstützung, wenn hinter einem noch Leute sitzen, wo man weiß, die haben dasselbe Interesse wie man selbst. Herr Lapp, vielleicht möchten Sie was dazu sagen, warum möglicherweise zwischen 2006 und 2011 so wenig passiert ist. 2007 und 2011. Das ist natürlich eine der zentralen Fragen, die wir letztendlich nicht beantworten können. Der BK-Präsident Zirke hat das mal probiert im Ausschuss. Der hat gesagt, als er auf die Erfolglosigkeit der Ermittlungen angesprochen worden ist, hat er gesagt, wieso, wir haben sie doch gestoppt. Vielleicht weiß der Mann mehr, aber das ist so hinten. Es ist bizarr. Vielleicht einfach nur, um das nochmal zu untermauern, wie bizarr das ist, die uns jetzt bekannte DVD, Bekennungs-DVD, war 2007 unmittelbar nach dem Mord an Mischa Kiesel, wird da mehr oder weniger fertig und wurde auch nicht mehr verändert. Und man fragt sich natürlich schon, wenn ich dieses, man muss es ja so sagen, perfekte Terrorinstrument in der Hand hat, man stelle sich vor, diese DVD kommt Ende 2007 raus, was los gewesen wäre, dann hätte ja eigentlich das Urziel von Terrorismus eigentlich ja erreicht. Aber genau das ist ja nicht geschehen. Man hat zwar sozusagen schon angefangen, irgendwann dann Briefumschläge zu frankieren und es sieht fast ein bisschen ja aus wie so eine Art Absicherung, die man beim Notar hinterlegt. Das ist ein bisschen merkwürdig. Der Impuls, abermals Banken in 2011 zu überfallen und noch dazu in Thüringen, in der alten Heimat, ist nicht zu erkennen, weil Geldnot war es nicht. Also man hatte noch sehr hohe Barmittel bei sich, die später auch gefunden worden sind, ich glaube 170.000 Euro. Also das heißt, es gab keinen Gelddruck. Das ist eins der großen Rätsel. Also was hat diesen Druck ausgelöst? Und man muss einfach auch ganz knallhart sagen, dass man letztendlich über das, was im Untergrund passiert ist, so gut wie nichts weiß. Das geht ja damit los, dass man gar nicht weiß, ob die beiden Mundus und Pönert wirklich wie lange und wie intensiv sie mit Schäpe zusammengelebt haben. Da sollte man sich jetzt auch nicht von den jetzt breitmedial verbreiteten Videokamerabildern jetzt in die Irre führen lassen, weil das ja nur wenige Tage abdeckt. Also der sogenannte Alltag des NSU, den können wir immer noch nicht, auch nicht aufgrund ein paar Videobilder letztendlich. Wir wissen es nicht. Es gibt den Anfangsverdacht, aber wirklich nur den Verdacht, dass sich die beiden Böhnert und Mundus im Ausland aufgehalten haben, weil man sich natürlich fragt, wieso melden sich nicht mehr Zeugen? Wobei, wenn man dann hört, dass sich Zeugen melden und sie werden unterdrückt, hat man vielleicht eine Antwort. Das heißt, wir wissen das alles nicht. Man hat auch nicht den Eindruck, dass sozusagen da unbedingt zu intensiv nachgebohrt wird. Aber abermals, und das ist wichtig, sie haben sich nicht von der Szene distanziert. Und wenn man sich anguckt, wie sie mit den wenigen Zeugen, die es gibt, zum Beispiel im Urlaub verhalten haben, also wie schlecht sie eigentlich ihr Untergrundleben getarnt haben, es bleibt bizarr. Und vielleicht noch zur letzten Straftat 2006, das ist auch noch ganz interessant, also nach diesem, man muss es ja so sagen, perfekten Mord in Kassel, überfällt Uwe Böhner mutmaßlich alleine wenige Wochen später alleine eine Bank in Sachsen und wird dabei eben von den Zeugen als psychisch gestört oder unter Drogen stehend beschrieben und wird erst von einem 81-jährigen Rentner überwältigt und dann von einem 18-jährigen Lehrling. Und das sind sozusagen dieselben Täter, das kam in dem Beitrag eingangs ganz gut rüber, die also vorher in einer Kommandoaktion diesen Mord begangen haben sollen. Und das sind letztendlich die Fragen, an denen man sich noch bis heute sehr abarbeiten muss. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt hier einen Schnitt machen, weil es schon ganz schön spät geworden ist. Ich würde auch sagen, das Fazit des Abends bleibt. Es gibt sehr viel zu klären, es gibt sehr viel Arbeit für den Hessischen Untersuchungsausschuss. Ich möchte es nicht versäumen, gegen Ende nochmal kurz, ist ja gerade schon gesagt worden, darauf hinzuweisen, es sind Mitglieder von NSU Watch Hessen hier, da so in der Ecke offenbar. Und wer daran Interesse hat, vielleicht auch von den Kolleginnen und Kollegen hier unten von der Presse, sich mit denen auszutauschen, kann das tun. Ansonsten bleibt mir mich ganz herzlich für die tolle Diskussion zu bedanken beim Podium und auch bei Ihnen, dass Sie so geduldig zugehört haben.
heißt noch einen schönen Abend.